Herzlich willkommen zu Big NT, The Fast and the Furious. Heute ist Tag 12 und ich bin Maria Mergenthaler, Jugendreferentin in Bad Dürheim und lese mit euch den kompletten Galaterbrief. Cool, dass ihr noch am Start seid. Ich will zu Beginn beten. Danke, lieber Vater, dass wir in deinem Wort lesen dürfen, dass wir diese Briefe, die Paulus geschrieben hat, damals eigentlich für die Galater, ja auch jetzt noch in der Bibel haben und dass es auch Worte sein können, die du zu uns sprichst. Öffne unser Herz dafür. Amen. Kapitel 1. Paulus, Apostel, und zwar nicht von Menschen berufen, auch nicht durch einen Menschen eingesetzt, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn vom Tod auferweckt hat. Ich schreibe euch zusammen mit allen Brüdern und Schwestern, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der hat sich selbst hingegeben für unsere Schuld. Dadurch hat er uns aus dieser Welt gerettet, die vom Bösen beherrscht wird. So wollte es unser Gott und Vater. Er regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Ich bin überrascht, wie schnell ihr euch von Gott abwendet. Er hat euch doch berufen, an der Gnade teilzuhaben, die Christus gebracht hat. Und ihr wendet euch einer anderen guten Nachricht zu. Dabei gibt es die gar nicht, sondern ein paar Leute führen euch in die Irre. Sie wollen die gute Nachricht von Jesus Christus verdrehen. Doch wer immer euch etwas anderes verkündet als das, was wir verkündet haben, soll verflucht sein. Auch wenn wir selbst es tun oder gar ein Engel vom Himmel. Wir haben das schon früher gesagt und ich sage es jetzt noch einmal. Wer euch etwas anderes verkündet als die gute Nachricht, die ihr bereits angenommen habt, soll verflucht sein. Ich frage euch, will ich etwa Menschen für mich einnehmen? Doch eher Gott. Oder versuche ich gar, den Menschen mit meiner Lehre entgegenzukommen? Wenn ich das täte, wäre ich jedenfalls kein Diener von Christus. Brüder und Schwestern, das müsst ihr einsehen. Die gute Nachricht, die ich verkündet habe, stammt nicht von Menschen. Denn ich habe sie nicht von einem Menschen empfangen. Ich wurde auch nicht von einem Menschen darin unterrichtet. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Ihr habt doch gehört, wie konsequent ich früher meinen jüdischen Glauben gelebt habe. Mit aller Kraft habe ich die Gemeinde Gottes verfolgt und wollte sie vernichten. Ich übertraf viele Gleichaltrige in meinem Volk darin, den jüdischen Glauben zu leben. Denn ich setzte mich mit aller Leidenschaft für das ein, was von meinen Vorfahren überliefert wurde. Aber Gott hatte mich schon im Mutterleib ausgewählt und in seiner Gnade berufen. Er hatte beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Bei allen Völkern sollte ich ihn bekannt machen. Danach habe ich keinen Menschen um Rat gefragt. Ich ging auch nicht nach Jerusalem zu denen, die schon vor mir Apostel waren, sondern ich ging direkt sofort nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Erst 3 Jahre später ging ich nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen. 15 Tage blieb ich bei ihm. Von den anderen Aposteln habe ich keinen gesehen, außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch hier schreibe, ist bei Gott nicht gelogen. Anschließend ging ich nach Syrien und Zilizien. Die christlichen Gemeinden in Judäa haben mich nie persönlich kennengelernt. Das Einzige, was sie von mir hörten, war: Der Mann, der uns verfolgt hat, verkündet jetzt den Glauben, den er früher ausrotten wollte. Und sie lobten Gott für das, was mit mir geschehen war. Kapitel 2. 14 Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem, diesmal mit Barnabas. Auch Titus habe ich mitgenommen. Ich ging nach Jerusalem, weil Gott selbst mir den Auftrag dazu gegeben hatte. Dort legte ich die gute Nachricht vor, die ich den Heiden verkünde.
Ich erklärte sie auch noch einmal eigens den maßgebenden Leuten, denn ich wollte nicht, dass ich mich vergeblich abmühe oder schon abgemüht habe. Aber nicht einmal von meinem Begleiter Titus, einem Griechen, wurde verlangt, sich beschneiden zu lassen. Doch es sind falsche Brüder bei uns eingedrungen. Sie hatten sich eingeschlichen, um uns auszuspionieren. Sie wollten wissen, wie wir mit der Freiheit umgehen, die Christus Jesus uns gebracht hat, denn ihr Ziel war es, uns ihren Vorschriften zu unterwerfen. Aber wir haben ihnen keinen Augenblick lang nachgegeben. Die gute Nachricht sollte bei euch in ihrer ganzen Wahrheit erhalten bleiben. Zurück zu den maßgebenden Leuten. Wer auch immer das war, ist mir egal. Gott schaut nicht auf die Person. Jedenfalls wurden mir von den maßgebenden Leuten keine Auflagen gemacht. Im Gegenteil, sie sahen, dass Gott es mir anvertraut hat, die gute Nachricht zu den Fremden zu bringen. Genauso wie Petrus sie zu den Menschen jüdischer Herkunft bringen soll. Denn Gott hat Petrus befähigt, Apostel für die Menschen jüdischer Herkunft zu sein. Genauso hat er mich befähigt, Apostel für die Heiden zu sein. Die maßgebenden Leute erkannten, welche Gnade mir Gott erwiesen hatte. Es waren Jakobus, Kephas und Johannes, die als die Säulen gelten. Zum Zeichen der Gemeinschaft reichten sie mir und Barnabas die Hand. Wir sollten zu den Heiden gehen, sie zu den Menschen jüdischer Herkunft. Sie baten uns nur darum, an die Armen zu denken, und ich habe mich bemüht, genau das zu tun. Doch als Kephas dann nach Antiochia kam, stellte ich ihn persönlich zur Rede, denn er war im Unrecht. Zunächst hatte er nämlich zusammen mit den Heiden gegessen, aber dann kamen einige Leute aus dem Kreis um Jakobus. Da zog er sich zurück und hielt sich von ihnen fern, denn er hatte Angst vor den Leuten jüdischer Herkunft. Und genauso heuchlerisch verhielten sich auch die anderen Christen jüdischer Abstammung. Ja, sogar Barnabas ließ sich von ihrer Heuchelei anstecken. Damit verließen sie den rechten Weg, wie er der Wahrheit der guten Nachricht entspricht. Als ich das sah, stellte ich Kephas vor allen anderen zur Rede. Obwohl du ein Jude bist, hast du gerade noch wie ein Heide gelebt und nicht wie ein Jude. Warum zwingst du dann die Heiden, wie Juden zu leben? Unserer Herkunft nach sind wir Juden und nicht wie die Heiden mit Schuld beladen. Aber wir wissen, kein Mensch gilt vor Gott als gerecht, weil er das Gesetz befolgt. Als gerecht gilt man nur, wenn man an Jesus Christus glaubt. Deshalb kamen auch wir zum Glauben an Jesus Christus. Denn durch diesen Glauben an Christus werden wir vor Gott als gerecht gelten. Und nicht, weil wir tun, was das Gesetz vorschreibt. Schließlich spricht Gott keinen Menschen von seiner Schuld frei, weil er das Gesetz befolgt. Nun wollen wir durch Christus vor Gott als gerecht gelten. Wenn sich nun aber zeigt, dass wir trotzdem mit Schuld beladen sind, was bedeutet das dann? Etwa, dass Christus die Schuld auch noch fördert? Auf gar keinen Fall. Wenn ich nämlich das Gesetz wieder einführe, das ich vorher abgeschafft habe, dann heißt das, ich selbst stelle mich als jemand hin, der es übertritt. Das Gesetz hat mir den Tod gebracht, deshalb gelte ich für das Gesetz als gestorben, damit ich für Gott leben kann. Mit Christus zusammen wurde ich gekreuzigt, deshalb lebe ich eigentlich nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Mein jetziges Leben in diesem Körper lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hergegeben. Ich weise die Gnade nicht zurück, die Gott uns erweist. Denn wenn wir durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten, dann ist Christus ohne Grund gestorben. Kapitel 3. O ihr verblendeten Galater! Wer hat euch so verhext? Ist euch denn Jesus Christus nicht eindrücklich genug als Gekreuzigter vor Augen gestellt worden? Ich möchte nur eines von euch wissen. Warum habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen? Weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört habt? Seid ihr wirklich so begriffsstutzig? Angefangen habt ihr aus der Kraft des Heiligen Geistes und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft zum Ziel kommen? Habt ihr etwas so Großartiges umsonst erfahren, wenn es denn wirklich umsonst war? Also, Gott gibt euch den Heiligen Geist und lässt bei euch Wunder geschehen.
Tut er das, weil er das Gesetz befolgt oder weil er die Botschaft des Glaubens gehört hat? Von Abraham heißt es, er glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Seht es doch ein, die wahren Nachkommen Abrahams sind diejenigen, die glauben. Die Heilige Schrift hat es von vornherein gesehen. Gott wird die Heiden als gerecht anerkennen, weil sie an ihn glauben. Schon im Voraus hat Gott dem Abraham diese gute Nachricht verkündet. Durch dich sollen alle Völker Segen empfangen. Alle Glaubenden werden also zusammen mit dem glaubenden Abraham Segen empfangen. Dagegen stehen alle, die auf die Erfüllung des Gesetzes bauen, unter einem Fluch. In der Heiligen Schrift steht nämlich, verflucht ist jeder, der nicht alles einhält, was im Buch des Gesetzes vorgeschrieben ist. Durch die Befolgung des Gesetzes wird niemand vor Gott als gerecht gelten. Das ist ganz offensichtlich, denn es heißt, aufgrund seines Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Beim Gesetz dagegen kommt es nicht auf den Glauben an. Hier gilt vielmehr, wer seine Vorschriften befolgt, wird durch sie das Leben erlangen. Christus hat uns von dem Fluch freigekauft, unter dem wir aufgrund des Gesetzes stehen. Denn er hat für uns den Fluch auf sich genommen. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Durch Jesus Christus sollten die Heiden Anteil an dem Segen bekommen, den Gott Abraham zugesagt hatte. So wurde es möglich, dass wir aufgrund des Glaubens den Heiligen Geist empfangen. Brüder und Schwestern, ich will es euch an einem alltäglichen Beispiel erklären. Nehmen wir an, jemand macht eine Schenkung und sie wird rechtskräftig. Dann kann sie niemand mehr außer Kraft setzen oder eine Klausel hinzufügen. Nun wurde Abraham und seinen Nachkommen von Gott ein Versprechen gegeben. Er sagt nicht und den Nachkommen, als ob damit viele gemeint wären. Nein, es geht nur um einen, dein Nachkomme. Und das ist Christus. Was ich sagen will, Gott hat eine rechtskräftige Schenkung gemacht. Das Gesetz, das erst 430 Jahre später entstanden ist, kann dieses Versprechen nicht aufheben. Denn wenn der Erbbesitz vom Gesetz abhängt, verdankt er sich nicht mehr dem damaligen Versprechen. Gott hat Abraham aber eben durch dieses Versprechen seine Gnade erwiesen. Warum gibt es dann das Gesetz? Es wurde erlassen, damit deutlich wird, wir leben gegen Gottes Willen. Das Gesetz gilt so lange, bis der Nachkomme da ist, auf den sich das Versprechen Gottes bezieht. Im Übrigen wurde es nur durch Engel angeordnet und von einem Mittelsmann überbracht. Steht dann das Gesetz im Widerspruch zum Versprechen Gottes? Auf keinen Fall. Das wäre anders, wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das Leben schenken kann. Dann könnte die Befolgung des Gesetzes dazu führen, von Gott als gerecht anerkannt zu werden. Nun sagt aber die Heilige Schrift, dass die ganze Welt schuldig geworden ist. Umso mehr gilt das Versprechen, das die Glaubenden erhalten haben. Es genügt der Glaube an Jesus Christus. Bevor die Zeit des Glaubens kam, waren wir der Aufsicht des Gesetzes unterstellt. Wir sollten in Gewahrsam bleiben, bis sichtbar wurde, worauf der Glaube sich bezieht. Das Gesetz war also unser Erzieher, bis Christus kam. Denn aufgrund des Glaubens sollten wir freigesprochen werden. Aber seit die Zeit des Glaubens gekommen ist, sind wir nicht mehr dem Erzieher unterstellt. Ihr seid jetzt nämlich alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Christus Jesus verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr getauft worden seid und dadurch zu Christus gehört, habt Christus angezogen. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen, denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Damit bekommt ihr auch das Erbe, das Gott ihm versprochen hat. Kapitel 4. Ich will damit sagen,
Solange der Erbe ein unmündiges Kind ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven. Dabei gehört ihm eigentlich alles. Aber bis zu dem Zeitpunkt, den der Vater festgesetzt hat, ist er von Vormündern und Verwaltern abhängig. So verhält es sich auch bei uns. Solange wir unmündig wie Kinder waren, wurden wir von den Elementen dieser Welt beherrscht. Aber als die Wartezeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Dadurch wollte Gott alle freikaufen, die dem Gesetz unterworfen waren. Auf diese Weise wollte Gott uns als seine Kinder annehmen. Weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Der ruft: Abba, Vater. Du bist also kein Sklave mehr, sondern ein mündiges Kind. Wenn du aber Kind bist, dann bist du auch Erbe. Dazu hat Gott dich bestimmt. Früher, als ihr Gott noch nicht kanntet, habt ihr Göttern gedient, die gar keine Götter sind. Jetzt aber kennt ihr Gott, besser gesagt, Gott kennt euch. Wie könnt ihr euch da wieder diesen schwachen und armseligen Elementen zuwenden? Wollt ihr euch ihnen von Neuem unterwerfen? Ihr beachtet bestimmte Tage und Monate, Festzeiten und besondere Jahre. Ich mache mir Sorgen um euch. Habe ich mich etwa vergeblich mit euch abgemüht? Ich bitte euch, liebe Brüder und Schwestern, werdet wie ich. Ich bin ja damals auch so geworden, wie ihr wart, frei gegenüber dem Gesetz. Ihr habt mir bisher nie Unrecht getan. Ihr erinnert euch sicher noch an das erste Mal, als ich euch die gute Nachricht verkündete. Damals war ich krank, mein Zustand stellte euch auf eine harte Probe. Trotzdem habt ihr mich nicht zurückgewiesen oder vor mir ausgespuckt. Ihr habt mich vielmehr aufgenommen wie einen Engel Gottes, ja, wie Christus Jesus selbst. Was ist aus diesem Glück geworden, das ihr damals empfunden habt? Ich kann es bezeugen, wenn es möglich gewesen wäre, hättet ihr euch sogar ein Bein für mich ausgerissen. Bin ich jetzt etwa euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Diese Leute bemühen sich um euch, aber nicht in rechter Weise, im Gegenteil, sie wollen euch doch nur aus unserem gemeinsamen Glauben ausschließen, damit ihr euch um sie bemüht. Es ist ja gut, wenn man sich um euch bemüht, aber in rechter Weise. Und das immer und nicht nur, wenn ich bei euch bin. Meine Kinder, ich leide wegen euch noch einmal Geburtswehen, bis Christus bei euch Gestalt angenommen hat. Ich wünschte, ich könnte jetzt bei euch sein und eindringlicher mit euch reden, denn ich bin ratlos, was ich wegen euch nun tun soll. Ihr wollt euch also dem Gesetz unterwerfen. Sagt mir, hört ihr denn nicht, was das Gesetz sagt? In der Heiligen Schrift steht doch: Abraham hatte zwei Söhne, den einen von der unfreien Dienerin, den anderen von der freien Frau. Der Sohn der unfreien Dienerin wurde auf natürliche Weise gezeugt. Der Sohn der freien Frau dagegen, weil Gott es versprochen hatte. Das ist bildlich gemeint. Die beiden Frauen stehen für zwei Bünde. Der eine Bund wurde am Berg Sinai geschlossen und bringt Unfreie hervor. Dafür steht Hagar. Hagar bezeichnet also den Berg Sinai in Arabien. Sie entspricht aber dem heutigen Jerusalem, denn Jerusalem lebt mit seinen Kindern in Unfreiheit. Das Jerusalem im Himmel dagegen ist frei. Das ist unsere Mutter. Denn in der Heiligen Schrift steht: Freue dich, du Unfruchtbare, obwohl du keine Kinder bekommst, juble laut, obwohl du keine Wehen hast, denn die verlassene Frau hat viele Kinder, mehr als die Frau, die einen Mann hat. Brüder und Schwestern, ihr gehört wie Isaak zu den Kindern, die zur Welt kamen, weil Gott es versprochen hat. Es ist aber genau wie damals: Der Sohn, der auf natürliche Weise gezeugt wurde, verfolgt den anderen, den, der mit Hilfe des Heiligen Geistes zur Welt kam. Doch was steht dazu in der Heiligen Schrift? Jage die unfreie Dienerin und ihren Sohn fort. Denn der Sohn der Unfreien darf nicht zusammen mit dem Sohn der freien Frau erben. Brüder und Schwestern, das alles zeigt doch, wir sind nicht Kinder der unfreien Dienerin. Im Gegenteil, wir sind Kinder der freien Frau.
Kapitel 5. Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Bleibt also standhaft und unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Knechtschaft. Seht doch, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ich sage es noch einmal jedem, der sich beschneiden lässt, in aller Deutlichkeit. Er ist dann verpflichtet, das ganze Gesetz einzuhalten. Ihr habt dann mit Christus nichts mehr zu tun. Jeder, der durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten will, hat damit die Gnade verspielt. Wir aber dürfen durch den Heiligen Geist hoffen, aufgrund des Glaubens vor Gott als gerecht zu gelten. Denn wenn wir zu Christus Jesus gehören, spielt es keine Rolle, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der Glaube, der sich in Liebe auswirkt. Ihr kamt so gut voran. Wer hat euch denn gehindert, der Wahrheit zu folgen? Das, was man euch einreden will, kommt nicht von dem, der euch beruft. Schon ein wenig Sauerteig macht den ganzen Teig sauer. Ich verlasse mich ganz auf den Herrn. Deshalb vertraue ich darauf, dass ihr zu keiner anderen Überzeugung kommen werdet. Doch wer immer euch aufhetzt, wird seine Strafe bekommen, ganz egal wer es ist. Brüder und Schwestern, wenn ich noch immer die Beschneidung fordern würde, warum werde ich dann weiter verfolgt? Dann wäre doch der Anstoß beseitigt, den das Kreuz erregt. Die Leute, die bei euch Unruhe stiften, sollten sich am besten gleich kastrieren lassen. Bruder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen, allerdings nicht zu einer Freiheit, die nur den Vorwand liefert für eure irdische Gesinnung. Dient euch vielmehr gegenseitig in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ein einziges Gebot befolgt wird, nämlich folgendes: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Aber wenn ihr einander wie wilde Tiere beißt und gegenseitig auffresst, dann passt auf, sonst wird am Ende noch einer vom anderen verschlungen. Damit will ich sagen, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet es danach aus. Dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen irdischen Wünschen nachgeben, denn eure irdische Gesinnung kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen eure irdische Gesinnung. Diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Aber wenn ihr euch vom Geist Gottes leiten lasst, untersteht ihr nicht dem Gesetz. Im Übrigen ist es ja offensichtlich, was eure irdische Gesinnung hervorbringt: Unzucht, Unsittlichkeit und Zügellosigkeit. Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, Besäufnis, Fressgelage und Ähnliches. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe. Wer sich so verhält, wird keinen Anteil am Reich Gottes erhalten. Der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Nun, wer zu Christus Jesus gehört, hat seine irdische Gesinnung ans Kreuz genagelt, mit allen Leidenschaften und Begierden. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, dann gilt, aus diesem Geist heraus wollen wir auch unser Leben führen. Wir sollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Kapitel 6. Brüder und Schwestern, nun kann es vorkommen, dass sich jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt. Dann sollt ihr, die ihr ja vom Geist geleitet werdet, ihn zurechtweisen. Tut dies mit der Freundlichkeit, die der Geist schenkt. Dabei muss jeder für sich selbst darauf achten, dass er nicht auch auf die Probe gestellt wird. Helft einander, die Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. Wenn allerdings jemand meint, er sei etwas Besonderes, dann macht er sich etwas vor.
denn das ist er keineswegs. Vielmehr sollte jeder das eigene Tun überprüfen. Dann hat er etwas, worauf er stolz sein kann und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Denn jeder wird seine eigene Last zu tragen haben. Wer Unterricht in der Lehre von Christus erhält, soll zum Lebensunterhalt für seinen Lehrer beitragen. Er soll ihn mit seinem ganzen Besitz unterstützen. Täuscht euch nicht. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seine irdischen Gesinnung sät, wird aus seiner Gesinnung Verderben ernten. Aber wer auf den Boden des Heiligen Geistes sät, wird aus dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das Richtige zu tun. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denjenigen, die durch den Glauben mit uns verbunden sind. Seht doch, mit was für großen Buchstaben ich euch jetzt eigenhändig schreibe. Diese Leute da wollen euch nötigen, euch beschneiden zu lassen. Sie wollen vor der Welt gut dastehen und sie verlangen das nur, um nicht für das Kreuz von Christus verfolgt zu werden. Denn auch diejenigen, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht ein. Im Gegenteil, sie wollen nur eure Beschneidung, damit sie voll Stolz darauf verweisen können. Ich kann aber auf nichts anderes stolz sein, als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. An seinem Kreuz ist diese Welt für mich gekreuzigt worden und ich bin gekreuzigt für die Welt. Darum spielt es keine Rolle mehr, beschnitten zu sein oder unbeschnitten. Was allein zählt, ist, neu geschaffen zu sein. Allen, die sich nach diesem Maßstab richten, schenke Gott Frieden und Barmherzigkeit. Ihnen und allen, die zu diesem Volk, die zu Gottes Volk Israel gehören. Macht mir in Zukunft keine Schwierigkeiten mehr, denn ich trage die Narben der Verletzungen an meinem Körper, die ich für Jesus erlitten habe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch, liebe Brüder und Schwestern. Amen. Danke fürs Zuhören und so lang dabei bleiben. Weitere Infos für Programme für Kinder, Teens oder junge Erwachsene findet ihr unter www.swdec.de und ich wünsche euch noch einen wunderschönen gesegneten Tag.